Nach 2 Stunden des Schlafes geht es wieder ein wenig. Es soll aber schon Leute gegeben haben, die sich wegen dieses unerträglichen Empfindens das Leben genommen haben. Hilflos das Leben zu retten von Katzen oder sein eigenes. Alles, das sowieso kaputt geht. Warum also das noch aushalten, länger und ertragen, das absolut totalitär unvermeidliche Auswirkungen? Ausgesetzte, ausgeworfene, ausgebrochene. Das nie zu Ende kommen, sowieso, bevor man den letzten Schiss tut. Aber genau deshalb werden diese absolut totalitären Empfindungen ja ausgeworfen. Dann kann man ja letztendlich, letztgültig jeden Moment nicht verpassen, nachdem man sich in den Panikmodus des Losrennens versetzt hat, als Davonlaufen davor. Davonlaufen vor dem Unausweichlichen zwar, aber immerhin laufen. In der Begegnung lässt die Empfindung, in der Bewegung, sobald die Motrizität eingeschaltet ist, lässt dieses endgültig unausweichliche, unvermeidliche, unerträgliche nach.